Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Und bei diesem Orakel stellen wir die drei wichtigsten Fragen. Was denkt er? Was ist sein Plan? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Wenn das ganz schnell gehen soll, ich bin täglich bis 23 Uhr telefonisch erreichbar. Die Nummer ist unter diesem Video sichtbar. Erstmal schauen wir an seinen Gedanken. Und da sehen wir hier oben und unten, dieser Bär kann seine Kraft sein. Und mit dieser Kraft kann er sich gut behaupten. Aber dieser Bär kann eine Person sein, der sehr dominant ist, hat was zum Sagen. Und hier, Mond symbolisiert seine Mutter. Wahrscheinlich seine Mutter hat einen großen Einfluss auf ihn. Aber die Karten können auch bedeuten, er hat Träume, Wünsche, Sehnsüchte, tiefen Gefühle. Und mit diesem Bär, mit diesem Kraft, was auch die inneren Kraft auch symbolisieren kann, er ist überzeugt davon, dass dieser Traum wahr wird. Seinen Gefühlen sehen wir hier in der linken Seite. Das Haus bedeutet sein Zuhause oder dein Zuhause oder Familie. Und er hat diese Schlüssel zu diesem Haus. Und das kann auch bedeuten, dass er umziehen möchte oder plant mit dir ein gemeinsames Zuhause aufbauen. Was dieser Schlüssel und das Haus bedeuten kann, familiär, dass er schließt etwas ab und er ist offen in deine Richtung und die Sterne bringen Glück. Die Sterne zeigen auch sein Urvertrauen, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Die Sonne beleuchtet diesen Lebensweg. Die Sonne beleuchtet die Entscheidungen. Sonne beleuchtet auch dich und das heißt, er möchte dich sehen und er ist auf dem Weg zu dir. Sonne zeigt auch die Wahrheit. Er spricht ganz offen mit dir. Dieser Kreuz kann sein Glauben bedeuten, aber auch seinen Entscheidungen, weil er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird neu orientieren, welche Richtung soll das weitergehen. Und hier sehen wir schon die Zukunft zwischen euch beiden. Und das kann ein gemeinsamer Lebensweg auch sein. Und hier blüht alles auf. Und wir schauen an, was zeigen noch die Karten. Diese Dame symbolisiert dich und du gibst ihm Kraft. Mond zeigt seine Träume und er möchte seine Träume verwirklichen und die Störchen zeigen Veränderungen. Allerdings, Mond zeigt auch Mütterlichkeit und die Störche können die Geburt eines Kindes verkünden. Dieser Berg kann bedeuten eine Immobilie in die Bergen oder was sein Zuhause oder Familie betrifft, hier sind es noch Probleme oder Hindernisse. Berg symbolisiert auch die Wintermonate, kann auch bedeuten, er plant einen Umzug in Wintermonaten.
oder dann bekommt ein Objekt. Dieser Turm bedeutet seine Größe oder er hat vor, etwas zu vergrößern und die Sterne bringen Glück. Er schließt die Probleme familiären ab, kommt zum Leichtigkeit, kommt zum Bewegung, kommt zum Fröhlichkeit, öffnet die Tür zu dir und möchte mit dir sprechen. Hier sehen wir die Mäuse und dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Also etwas geht zu verloren oder er hat Verlustangst. Sonne bedeutet die Klarheit. Kann auch sein, dass es Momente gibt, wo diese Klarheit fehlt. Er sucht die Verbindung zu dir. Dieser Ring kann auch etwas Wiederkehrendes bedeuten, er kehrt wieder zurück in dein Leben. Oder kann Verlobung zum Beispiel auch sein. Er hat Angst, dich zu verlieren und möchte schnell in Sicherheit sein und macht ein Heiratsangebot, kann diese Karte auch bedeuten. Oder in beruflichen Ebenen oder wohnlich bedeutet dieser Ring Verträgen. Hier sind die Entscheidungen und die Hoffnung dazu, dass er die richtige Entscheidung trifft. Diese Karte kann Reisen auch bedeuten. Sein Gegenwart. Er braucht Sicherheit und Stabilität, angekommen zu sein, verankert zu sein. Anker bedeutet aber oft auch Beruf. Berufung kann auch berufliche Veränderung bedeuten. Und deine Gegenwart? Das Haus bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur oder dein Zuhause oder ein Immobilie. Und hier kann ein Vertrag sein, Mietvertrag oder Kaufvertrag. Das Haus kann auch bedeuten, er ist auf dem Weg zu dir. Und das war dieser aktuelle Liebesorakel. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.